Ich bin mir sicher, ihr alle kennt Aufnahmen wie diese hier. Das alles sind Aufnahmen von sogenannten FPV-Koptern oder FPV-Drohnen. Bislang war es für jeden Laien eigentlich immer ziemlich schwierig, solche Aufnahmen zu machen, weil man für den Bau einer solchen FPV-Drohne ein ultratechnisches Know-how braucht und teilweise stundenlang im Simulator verzweifelt, nur um dann beim ersten Flug die Drohne komplett zu crashen. DJI hat das jetzt geändert mit der neuen DJI Avata. Da ist es auch schon das gute Stück. Und was da drin ist und was wir davon erwarten können, probieren wir jetzt mal aus. So kommt das neue DJI-Schmuckstück tatsächlich geliefert. Ich habe das Ganze ein bisschen aufgepeppt und habe das hier in so einen Kamerakoffer reingemacht, weil mir das persönlich einfach besser gefällt und für den Transport einfach viel einfacher ist. So, jetzt schauen wir erstmal rein, was da aber tatsächlich alles drin ist. By the way, dieses Video ist nicht von DJI gesponsert und deswegen ist das meine ganz persönliche Meinung zu dem Ganzen. Also, geliefert wird das Ganze und das ist der erste große Minuspunkt ohne Aufkleber. Zumindest habe ich keine gefunden. Ich als super Aufkleberfreak hätte mir tatsächlich gern einen hier aufs Case geklebt. Kommt tut das Ganze in zwei Paketen. Einmal die Drohne im Extra-Paket, einmal die Brille mit dem Motion Controller. Das ist jetzt in dem Fall die Goggles 2, also die neue Version der Brille. Und einem Akku. Und was auf jeden Fall zu empfehlen ist, was nicht dabei ist, ist noch ein externer Akku für die Drohne. Das kann ich auf jeden Fall jedem nur zu Herzen legen. Mit dabei im Paket ist noch eine ganze Menge Kabellage, ein Ladegerät. Dazu muss man einmal sagen, die hier, diese Akkus laden mit schnellen Ladegeräten. Für den Motion Controller braucht ihr ein langsameres, das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen. Ich feiere es ziemlich hart, dass jetzt nochmal die Sonne rauskommt. Ich mache mich jetzt auf den Weg und dann probieren wir das Ding mal aus. Ich denke mal, da oben wird unser Spot sein. So, wir sind jetzt angekommen mit einer der coolsten Aussichten eigentlich in Dresden. So, wir packen das Ganze jetzt mal aus nacheinander. Ich werde dann auch gleich nochmal die Brillenansicht starten und aufnehmen. Das ist nämlich eine ziemlich geile Sache. Ich kann aufnehmen, was ich alles durch die Brille sehe. Und das hängt mit der SD-Karte in der Brille zusammen und mit noch einer SD-Karte in der Drohne. So, die Brille hat keinen internen Akku. Die Brille muss über, ja, hier mit dem Flexkabel. Die Brille muss über den externen Akku gepowert werden. So, den steckt man sich in der Regel dann einfach ein. So, jetzt sind wir auch schon in der Ansicht. Die Kamera von der Drohne zeichnet jetzt auf, die Brille zeichnet auf. Was ihr hier unten in der Ecke seht, links, ist das Bild von der Brille. Was ihr im Großen seht, ist halt die wirkliche Drohnenkamera. Da seid ihr auch schon. So, die stelle ich mal wieder neben mich. Wir wollen erstmal ein bisschen durchs Menü durchschauen. Diesen Motion Controller, den gucken wir uns später an, wenn es dann wirklich um den Start geht. Wir haben hier an der Seite ein Touchpad. Das können wir benutzen, können hier nach vorne schieben, dann haben wir hier den Status unserer Drohne. Wenn jetzt irgendwas damit wäre, würde es uns das anzeigen. Es steht auch schon unten rechts in der Ecke gleich, Sperrtaste zweimal drücken zum Motorenstart. Das machen wir jetzt noch nicht, das machen wir gleich. Album ist leer. Nicht, weil ich tatsächlich noch nie geflogen bin, ich habe das ja jetzt schon eine Weile ausprobiert, um ein wirkliches Feedback dazu zu geben. Ich habe das nur jetzt gelöscht, damit wir das hier vernünftig aufnehmen können. Die Übertragung. Hier, das habe ich noch nicht so ganz rausgefunden. Ich vermute fast, es ist eine Übertragung, dass man sich mit den Brillen connecten kann und mehrere Brillen als Zuschauer hat vielleicht und eben eine für den Piloten. Bei Einstellungen finden wir die Sicherheit, Steuerung, Kamera, Bildschirm und eben Zeug über die Drohne. Beim Bildschirm haben wir hier nur Helligkeit, Zoom und den Startpunkt, dass der jetzt aktualisiert ist. Die Kamera, da können wir viele Einstellungen vornehmen. Hier auch die Gitterlinien, den Mittelpunkt, den Speicher, nochmal erweiterte Kameraeinstellungen. So, dass ihr das auch mal gesehen habt. Und jetzt könnte man hier noch auswählen, wenn die Kamera jetzt nicht laufen würde.
dass wir einmal Rocksteady und Horizon Steady haben. Das sind die neuen Stabilisierungsarten von DJI. Wir haben das Sichtfeld der Kamera, die Videoqualität, das Bildformat. Wir haben hier ein automatisches ISO-Limit. Das ist, weil die Kamera jetzt einfach im Automatikmodus läuft. Das zeige ich euch jetzt. Wir können mit zwei Fingern tippen, für zurück im Menü zu kommen oder eben wieder zurückstreichen. Bei mehr können wir den Flugsimulator, wenn wir jetzt das Handy mit der Kamera wenn wir jetzt das Handy mit der Brille verbinden, können wir den Flugsimulator starten und haben das drahtlose Streaming. So, jetzt gehen wir zweimal zurück. Jetzt ziehen wir mal von oben nach unten. Hier sehen wir, dass die Aufnahme läuft. Hier haben wir einmal die Bildschirmsperre, erweiterte Anzeigen, die Bewegungssteuerung, also die Kopfsteuerung. Das ist dann das, wenn ich jetzt fliegen würde, könnte ich mit der Brille durch hin und her gucken, das Gimbal und die Kamera steuern. Hier haben wir noch die Lautstärke und die Helligkeit. Wenn wir von unten nach oben schieben, sehen wir die Kameraeinstellungen. Kann ich jetzt wieder nicht auswählen, weil die Kamera eben schon läuft. Wir haben hier, können hier zwischen Foto und Video hin und her switchen. Automatischer Modus ist jetzt drin. Das würden wir normalerweise jetzt noch in manuell ändern. Das ISO, Verschlusszeit, ob es jetzt über- oder unterbelichtet sein soll, den Weißabgleich, das Bildformat ETC. Hier haben wir alles nochmal, was wir auch im vorherigen Menü schon drin hatten. Ein ziemlich cooles Feature ist einmal der Turtle-Modus bei Steuerung. Sollte die Kamera auf dem Kopf liegen, können wir den aktivieren und dann wird uns die Kamera wieder aufrichten. So, und dann wollen wir das Ding einfach mal in die Luft bringen. Ich drücke jetzt hier zweimal auf den roten Knopf. Ich habe hier einmal die Sperrtaste, das Modusknöpfchen, die Gimbalsteuerung für das Tilten, den Aufnahmeknopf, das Gas, den Brake-Button und hier hinten kann ich es noch anschalten. Genau, ich drücke zweimal drauf, um die Motoren zu starten. Jetzt sehen wir, Motoren gestartet. Zum Abheben Sperrtaste drücken und gedrückt halten. Und jetzt können wir mal sehen, wie intuitiv dieser Motion Controller ist. So. Genau, jetzt haben wir die Steuerung übernommen. Und wir sehen schon, wir gucken nach unten, die Drohne fliegt nach unten. Wir gucken nach oben, die Drohne fliegt nach oben und sie hovert hier auch gerne einfach mal ein bisschen in der Luft. So, ich gehe mal ein bisschen weiter weg, damit ihr mich vielleicht besser versteht. Genau, durch Neigen können wir hier die Kurven fliegen, hochtilten können wir nach oben, runtertilten können wir nach unten und ich sehe auch gerade schon die erste Treppe und das wird natürlich... Das ist natürlich eine coole Sache. Hier können wir noch richtig schöne Sachen machen. Aber dazu später. So, wir können hier ziemlich tief fliegen. Jetzt gerade ist der Wind sehr stark hier oben und die macht das trotzdem ziemlich gut. Ich fliege wieder mal ein bisschen weiter weg, damit dieses Geräusch nicht so nervt. So, und ich würde jetzt gerne einfach mal hier ein bisschen was ausprobieren mit euch. Wir schalten zum Beispiel einmal in den Sportmodus. Und jetzt sehen wir auch schon, das geht schon viel zackiger. Die Verbindung ist super. Ich habe keine Verbindungsabbrüche. Ich fliege hier hinten lang. Hey, die Verbindung ist top. Wir haben hier ein bisschen ein grisseliges Bild, aber das ist okay. Dafür ist es ganz schön weit weg. So, jetzt fliegen wir hinten wieder lang. Und was ist das für eine Aussicht, hä? Das ist doch cool. Das fetzt. Hier haben wir auch schon die ersten coolen Shots. Und so kommen wir auch zum ersten Feature. Wir ziehen das hier runter. Na, das wollte ich nicht. Ich wollte es nach unten ziehen. Und aktivieren die Kopfsteuerung. Jetzt. Na, so, jetzt kann ich mit meinem Kopf die Kamera ausrichten. Kann aber immer noch mit dem Controller die Richtung beeinflussen. Das heißt, ich kann hier, wir gucken geradeaus, ich kann geradeaus fliegen, mit der Kamera mich verfolgen und dann eine Kurve fliegen. Sieht ein bisschen unbequem aus,
Macht aber höllisch Spaß. Und da würde ich auch vielleicht schon gern zum Punkt Motion Sickness kommen. Viele haben da ja so ein Problem mit Bewegungen in diesen Brillen, in diesen FPV-Brillen oder in diesen VR-Brillen. Ich persönlich habe damit kein Problem. Ich hatte das Problem nur im Simulator, weil ich da das Gefühl hatte, dass die Brille hier oben ein bisschen warm wird. Hier mal rein. Das sind doch coole Aufnahmen. Jetzt hoch. Und jetzt wollen wir mal reindiven. Oh, keine Ahnung, ob das ein guter Dive war. Ich glaube, jeder FPV-Pilot würde mich jetzt dafür auslachen. So ein richtiger Dive war das nicht. Aber als Anfänger können wir uns sowas, glaube ich, noch erlauben. So, wir machen die Bewegungskopfsteuerung wieder aus. Weil wir werden jetzt mal probieren. Es ist wirklich ganz schön windig, ihr dürft das nicht unterschätzen. Meine Mavic Mini hätte jetzt hier, glaube ich, schon Probleme. Und jetzt schauen wir mal hier, guckt mal, wie weit wir hier kommen. Hier hinten müssen wir ein bisschen aufpassen. Da kommt man nämlich nicht so ohne weiteres hin. Und wow, die Drohne ist super weit weg. Das reizt mich ja ganz schön. Das würde mich ja, aber reizen. Ah, aber da kommen wir bestimmt, das muss ich vielleicht mal ausprobieren, wenn ich weiß, wie man dort wieder reinkommt. Wir haben hier aber tatsächlich, wir haben hier Bäume zwischen uns, wir haben hier den Berg zwischen uns. Wir können hier hinten den Weg hochfliegen. Ob das jetzt so eine schlaue Idee war, weiß ich jetzt gerade nicht so. Die Verbindung ist immer noch top. Wow. Schaut euch das an. Also das ist wirklich, das bringt intuitiv auf ein ganz neues Level. Wosch. So. Jetzt können wir mal hier. Das ist krass. Das Einzige, was mich wirklich stört, ist, wenn wir jetzt hier Vollgas fliegen und abbremsen, kommen die Motoren hoch. Aber das ist natürlich normal. Jetzt probieren wir was anderes aus, den Brake-Button. Der ultimative Crash-Test. Und Brake. 1:1. Ich habe den gedrückt und das Ding stand. Gut, war jetzt vielleicht nicht der ultimative Crash-Test. Ich glaube, viele von euch hätten sich jetzt mehr getraut. Aber jetzt nochmal. Ah, scheiße. Ich habe echt gedacht, die ist viel näher dran. So, jetzt kommen wir mal zum Landen, weil das ist so eine Sache. In der Theorie, ich würde sie jetzt einfach mal hier landen, damit ihr mich noch gut versteht. In der Theorie kann man so nach unten tilten, dass es gerade nach unten fliegen. Und das ist zum Beispiel gerade nach oben fliegen. Jetzt kann man so aber nicht landen. Die Sensoren verhindern einfach, dass wir hier näher gen Boden kommen. Wir drücken doppelt und halten gedrückt. Und dann landet der von selber. So, sicherstellen, dass der Boden unter dem Fluggerät auch für die Landung geeignet ist. Sperrtaste drücken und gedrückt halten. Okay, wir brechen das kurz ab, weil der ist nicht so sehr dafür geeignet. Hier ist es schon besser. So. Und jetzt landet der Kopter auch. So, gucken, ob wir hier nochmal nach oben tilten können. Ihr habt es jetzt auch vielleicht schon im Video gesehen. Wir haben hier natürlich einen Rolling Shutter Effekt. Das können wir nicht vermeiden, vor allem bei so schnellen Bewegungen. Aber ich denke, wir schauen uns jetzt erstmal an, was wir hier so erlebt haben und ziehen mal ein Fazit daraus. So, kommen wir zum Fazit. Ich habe mir jetzt in den letzten 2 Wochen, wo ich die Drohne ausgiebig testen konnte, Notizen gemacht und die haken wir jetzt alle mal gemeinsam ab. Also erstens, es macht ultra viel Spaß. Ich würde am liebsten den ganzen Tag mit der Drohne fliegen und das ist einfach super intuitiv, es macht Laune, man möchte da einfach mehr davon haben. Zweitens, man kommt nicht drum rum, man wird mindestens den zweiten Akku brauchen, wenn nicht sogar vielleicht die Fly More Combo, weil der Akku hält seine
10 bis 18 Minuten, die er tatsächlich in der Vorgabe hat, hält er schon aus, wenn man jetzt bei nicht so viel Wind und schön konstant im Normalmodus fliegt. Aber sobald man den Sportmodus schaltet, ein bisschen mehr Wind hat, reduziert sich die Zeit unglaublich. Das ganze System ist super anfängerfreundlich. Ich hatte es am Anfang schon mal erwähnt, FPV-Fliegen ist super frustrierend gewesen bis jetzt. Man musste sich die Kopter selber bauen, man hat die ständig kaputt gemacht, weil man hatte schon ein Notaus, man hatte ja diesen Switch, da ist die Drohne eben ausgegangen, dann war sie aber auch aus. Hier haben wir ja den Brake-Button, das zwingt die Drohne zum Hovern, das ist super anfängerfreundlich und ich denke, es verhindert bestimmt viele, viele Unfälle. Bei mir muss es nur noch intuitiver werden, auch diesen Brake-Button zu benutzen, weil der eben vom Daumen her, man muss halt wirklich rübergreifen dann. Die Motion Sickness hatte ich auch schon erwähnt. Mir ging es im Simulator nicht ganz so gut. In echt habe ich damit kein Problem. Ich bin jetzt allerdings noch ein paar Mal geflogen, auch wirklich dauerhaft mit Bewegungssteuerung an. Und ich muss schon sagen, es ist schon so ein bisschen so ein flaues Gefühl manchmal im Magen, wenn man es zu lange macht. Aber für kurze Zeit geht es auf jeden Fall klar. Das müsst ihr aber für euch rausfinden. Euch muss bewusst sein, ihr seid mit dieser Drohne oder mit diesem Copter, mit diesem Cinewhoop nicht so schnell wie andere FPV-Piloten. Ich war gestern mit einem anderen FPV-Piloten fliegen und der hat mich einfach abgehängt. Das ist ganz klar. Die Drohne erreicht keine 120 km/h. Kommen wir zur Signalverbindung. Die Signalverbindung finde ich persönlich super. Also wir hatten Bäume zwischen uns, wir hatten Häuser zwischen uns, wir hatten diesen Berghang zwischen uns. Die Verbindung war 1A. Man merkt es schon manchmal, wenn es wirklich grenzwertig ist, dann fängt das Bild so ein bisschen an, so matschig zu werden. Ist aber in meinen Augen gar nicht so schlimm, weil wir haben ja trotzdem das richtige Bild dann auf der Kamera als Aufnahme und wir sehen trotzdem noch alles und es ist schon wirklich, da muss schon wirklich viel dazwischen sein, dass die Verbindung so ein bisschen matschig wird, hatte ich jetzt zumindest das Gefühl. Ich kenne das zum Beispiel von meiner Mavic Mini, die ist da, sagen wir mal, sie ist empfindlicher. Das Landen des Kopters fand ich bislang ziemlich kompliziert. Allerdings ist mir beim Filmen aufgefallen, dass ich die ganze Zeit was falsch gemacht habe. Und zwar muss man sich da ein bisschen reingewöhnen. Mit einer Mavic ist es ja so, man kann einfach den Knüppel nach unten drücken und dann geht die in den Landemodus über. Hier haben wir tatsächlich das über den Sperrbutton geregelt. Ich habe das jetzt nach der Aufnahme auch noch ein paar Mal probiert. Und ich muss sagen, wenn man es ein paar Mal probiert hat, ist es ziemlich leicht. Dann kriegt man das gut hin. Allerdings war es bis zur Aufnahme bei mir so, dass ich gesagt habe, ich finde das mit dem Motion Controller zu kompliziert. Das heißt, frustriert nicht, wenn es euch am Anfang nicht gelingt. Guckt euch ein paar Videos dazu an, probiert ein bisschen aus und ihr werdet den Trick rausfinden. Kommen wir zu den letzten beiden Punkten. Und das ist einmal das Care Refresh. Das würde ich euch ganz dringend ans Herz legen, weil so könnt ihr als Anfänger auch mal den ein oder anderen Unfall bauen. Und es ist gar nicht so schlimm, weil ihr könnt es einfach einschicken, bekommt die reparierte Drohne oder ein Austauschmodell zurück. Und das könnt ihr, ich glaube, zweimal im Jahr machen. Und der letzte Punkt ist der Preis. Wir sind mit dem Kombopaket, einem externen Akku, also einem extra Akku und dem Care Refresh bei ca. 1600 Euro. Für das, was da drin steckt und was wir mit dem ganzen Kombopaket bekommen an Spaß und was wir damit für Aufnahmen machen können, finde ich den Preis sogar ein bisschen gerechtfertigt. Der wird natürlich bestimmt in den nächsten Tagen ein bisschen, oder in den nächsten Wochen, Monaten ein bisschen fallen, hoffentlich. Ich würde euch aber trotzdem ans Herz legen, die Drohne direkt bei DJI zu kaufen. Sollte euch das Video gefallen haben, dann folgt mir gerne für mehr Content hier. Videos habe ich euch markiert unter dem Button hier. Und lasst natürlich gerne einen Kommentar da, wie es euch gefallen hat und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.